Hallo, herzlich willkommen zu Folge 77 von Verstrickt und Zugenäht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich zeige euch, was ich die letzte Woche über so gewerkelt habe und erzähle euch ein bisschen, was so in meinem Handarbeitsleben los war. Ich habe genäht, gehäkelt und gestrickt ein bisschen. Ja, legen wir los. Was ist fertig geworden? Hexipass natürlich. Zwar diesmal habe ich es jetzt nicht als Hexi-Blume zusammengenäht. Ich erkläre euch auch gleich warum, aber ich zeige sie zuerst mal meine Scheißerchen von der vergangenen Woche. 7 Stück, und zwar einmal diese drei hier. Das sind diese Minis, die mir die Maria von Nadelstärke 3,5 mitgeschickt hat, zusammen mit dem Adventskalender. Also einmal schönes Gelb-Grün. Ein dunkelblau, und das hier ist auch wunderschön. Und das ist alles das gleiche Garn. Ich weiß bloß nicht, Maria, was hast du daraus gemacht? Mir kommt es bekannt vor, aber mir fällt es nicht ein. Und das ist so ein richtig schönes, man sieht es in der Kamera wahrscheinlich überhaupt nicht, aber das ist so ein Garn, das so ganz doll verzwirnt ist. Das hat so wie so kleine Perlchen schaut der Zwirn aus. Also wenn man das so am Stück, ich habe leider nur so ein ganz winzig Pupsi-Rest, der hat leider nicht mehr für einen Hexipuff gereicht, alle drei zusammen. Auf jeden Fall ein wunderschönes Garn, hat Spaß gemacht und vor allem schön weich. Also, die drei sind fertig und dann noch diese vier hier. Hier dreimal gescheckt und einmal grau. Das Graue war vom Strick mir was, Marco. Und das war von der Yvonne von Verstrickte Pfoten, und die beiden weiß ich nicht mehr. Ja, warum mache ich keine Hexiblume mehr? Ich zeige euch warum. Ich war fleißig letzte Woche. Ich habe nämlich alle Hexipuffs zusammengenäht. Und zwar, das sind 352, die zusammengenäht sind, plus den von heute sind es 359. Aber 352 Hexipuffs stecken hier drin. Haha. Also, Moment, wo fange ich an? Ich habe nämlich schon mal angefangen, das so zusammenzunähen, dass ich hier eine Kante habe, eine seitliche Kante, dass da schon mal eine Begrenzung ist. Und hier oben. Und da überlege ich, da kann man, ob ich da noch halbe Hexipuffs mache oder ob ich das so lasse. Das weiß ich noch nicht, ob ich da dann noch Lust habe, noch mehr zu machen. Und hier auf der Seite seht ihr, da ist jetzt ein bisschen so, schaut ein bisschen ausgefranzelt aus. Und da passen aber keine ganzen Blumen mehr dran. Hier muss ich dann immer einzelne hinmachen. Hier ist auch noch so ein Stück Faden, mit dem ich die immer wieder verbinde. Und ja, so groß ist das Ding mittlerweile. Flupp. Also es ist riesig, aber es ist noch bei weitem nicht wirklich eine Decke. Also wenn ich das jetzt so an mir dran halte, jetzt ist es am Boden unten und so weit geht es hoch. Also ich habe es jetzt nicht abgemessen. Jetzt steht es am Boden an. Diese Höhe hat es jetzt vom Boden weg, wenn ich stehe. Ja, da darf schon noch was dran kommen. Also ich werde die Hexipuffs nicht mit Ende dieses Jahres aufhören zu stricken, sondern auch nächstes Jahr noch weiter welche machen, damit die Decke irgendwann fertig wird. Und vielleicht mache ich dann auch mal so eine Aktion, dass ich an einem Tag mal, was ich, 10 so Dinger runterhaue und die dann dran nähe, damit das Ding fertig wird. Ich mag die Scheißerchen, ich mag die Hexipuffs, aber irgendwann ist gut. Ja, es schaut echt schön aus, wenn es zusammengenäht ist. Und ich hatte eine Zuschauerin gefragt, wie ich die zusammennähe. Also hier ist zum Beispiel so ein Stück Faden und ich mache die immer nur an den Ecken zusammen. Also. Und die Angie von Angies Wollplaudereien hat in ihrem Video gezeigt, wie sie es zusammen macht. Ich mache es eigentlich ganz ähnlich zusammen. Also ich habe immer so einen Faden, da mache ich dann nicht meine Nadel, dann gehe ich eben durch diese beiden Ecken durch, dann kommt hier das nächste Hexipuff dran, gehe ich hier bei dem durch die Ecke, dann gehe ich innen durch und komme hier an der Ecke wieder raus und mache die Ecken zusammen. Da dann meistens schon das nächste, das dritte wieder mit dran und gehe immer dann stecht mit dem Faden durch das Hexipuff durch, schau, dass der schön locker ist, nicht zu straff wird. Ja, und so wird das dann schon eine schöne Decke irgendwann. Aber wenn ich die so vor mir liegen habe und das schon anschaue, es sind viele, aber ich würde nie im Leben sagen, dass das 352 sind, wenn ich die so anschaue. Weiß ich, vielleicht 100 oder 150. Also es ist schon unglaublich, wie das täuscht. Ja, aber es geht voran mit den Hexipuffs und es ist ein Ende in Sicht. Jetzt, nachdem ich es geschafft habe, alle zusammenzunähen, habe ich jetzt auch eine Vorstellung, wie weit ich jetzt bin, weil ich habe ja zeitweise auch eben
Befürchtung gehabt, dass es eben noch ewig dauert, aber ja, jetzt geht es auf jeden Fall was voran. Und die werden, irgendwann wird das Ding fertig werden. Aber eben mein Plan eben zum Ende dieses Jahres, dass das eine Decke ist. Ja, war ja schon im Laufe des Jahres ja schon, haben das andere Podcaster auch schon festgestellt, dass die Größe ja jetzt nicht so riesig ist. Ja, wie denn auch, die Scheißerchen sind auch nicht wirklich groß. Aber es ist halt wirklich eine schöne Kuscheldecke. Sie ist sehr warm und hat auch ein, ja, bis auf, dass es mit Watte gefüllt ist, natürlich schon auch ziemlich dick. Genau. Ja, was habe ich noch fertig gemacht? Ich habe noch Julekuler gestrickt. Und zwar aus dem Buch von Arne und Carlos. Ich stricke mich da der Reihe nach ein bisschen durch. Ich habe jetzt mir beschlossen, also ich mache die wirklich eine nach der anderen. Und hüpfe da nicht hin und her. Und ich habe die Kugel Nummer 5, den Schneemann, gemacht. Und Kugel Nummer 6 Das ist die achtblättrige Rose. Ich dachte, ich hätte ein anderes gemacht. Nee, Quatsch, Neuschnee. Nummer 4 und 5 habe ich erst gemacht. Die hier. Die Neuschnee und Schneemann, die beiden. Achtblättrige Rose ist die nächste Kugel. Die Kugel Nummer 6. 5 Kugeln habe ich mittlerweile. Nur mal das Buch schon auf dem Boden. Ups. Plump. Und so schauen meine aus. Einmal Schneemann. Man sieht doch mit der weißen Wolle hier die rote, die ich hinten mitgeführt habe, mit verkreuzt habe, ein bisschen durchscheinen, weil ich es ziemlich straff gefüllt habe. Und das ist die andere Kugel. Unten und oben rot. Hier sieht man auch, dass das handgefärbte Garn so ein bisschen streift. Genau. Ja, die beiden sind dazu gekommen. Also. Und die Kugel Nummer 2, wo ich mal gemeint habe, die wäre so klein, habe ich noch mal ein bisschen aufgemacht, noch mal ein bisschen nachgestopft. Die ist mittlerweile auch größer geworden. Also schauen hier mittlerweile meine Sammlung so aus. Ups, na plumm und tschüss. Also, es werden immer mehr Julekuler. Yeah! Ja, die machen echt Spaß zu stricken. Na, jetzt ist mir da eine runtergekullert. Moment, ich gehe auf die Tauchstation und weg da. So. Ja, die machen echt Spaß. Diese Julekuler, die sind wirklich ein schnelles Projekt. Und nachdem ich letzte Woche mein Adventures beendet habe, dieses Riesenprojekt, hatte ich einfach Lust, Kleinigkeiten zu stricken. Keine so ein riesen Mammutprojekt. Das einzige Mammutprojekt war die Hexipuff-Decke, die Hexis alle aneinander zu nähen. Und sonst habe ich mich nur mit Kleinigkeiten beschäftigt, um schnelle Erfolgserlebnisse zu haben. Manchmal braucht man das. Ja, ich habe auch an meinen Dezember-Socken weiter gestrickt. Letzte Woche war ich hier. Ah ja, da habe ich mir was markiert. War ich hier, wo dieses süßes Fläschchen, das ist von der Cindy, von ihrem Podcast Masche für Masche. Eine Socke ist fertig, 56 Maschen habe ich angeschlagen, genau, das Übliche. Das ist die Boutinette Wolle, die ich geschenkt bekommen habe. Und Socke Nummer 2, da bin ich jetzt, ups, ihr seht mir Seil wie Socke. Gerade über die Ferse. Das Käppchen habe ich gemacht. Ich habe die Maschen aufgenommen und dann geht es jetzt hier weiter. Die stricke ich auf 2,5 und das ist eben die Boutinette Christmas Magic. Und das habe ich ja von einer lieben Zuschauerin geschenkt bekommen. Und die Susanne vom Podcast Farbenspielerei hat mir auch Wollwood-Socke-Wolle geschickt. Und zwar auch diese Weihnachtsedition, und zwar Christmas Wonderland. Habe ich ja letzte Woche gezeigt. Und die Karin hat auch einen Knäuel davon bekommen und die Susanne hat einen behalten. Und wir drei haben beschlossen, wir machen so einen kleinen Mini-Karl. Wir stricken daraus Socken für uns und zwar alle mit dem gleichen Muster. Wir haben uns auf das Muster Haus Martell von... wer ist denn die Designerin nochmal? Avalanche Design, glaube ich, ist es. Eine kostenlose Anleitung auf Ravelry. Wir stricken alle die gleiche Socke. Mein Plan, ich habe noch große Töne gespuckt. Wir fangen am 6. Dezember an. Alle haben angefangen, nur ich nicht. Ich habe erst am Samstag angefangen, glaube ich. Ja, Samstag. Und so schaut meine Socke bisher aus. Das ist das Muster Haus Martell. Halt ein bisschen näher, eben wie gesagt eine kostenlose Anleitung. Es ist so ein dezentes Zopfmuster
das sich immer mal wieder hier und hier wiederholt. Zeigen wir die andere Seite. Wenn man es ein bisschen auseinanderdehnt, sieht man es besser. Also ganz relativ einfaches Muster. Man kann es sich leicht auswendig merken. Es ist wirklich nichts Kompliziertes. Bündchen habe ich eins rechts verschränkt, eins links gemacht. Soweit bis eben dieses Grün und Braun zu Ende war, bis Rot angefangen hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Reihen es waren. Ich habe das wirklich nach der Farbe erst gemacht. Und die liebe Sarah von Sarahs Volliversum, auch die auch im Podcast hat, hat sich uns angeschlossen. Sie strickt auch mit Boutinette Christmas Weihnachtssocken, Wolle, auch die Haus Martell Socken mit. Ich weiß gar nicht, wie weit die Sarah mittlerweile ist. Muss ich auf Instagram mal gucken. Ich habe auch schon einen kleinen Fehler eingebaut. Und zwar, man macht eben hier diese Verzopfung und dann kommt ein Stückchen wieder, wo man nicht zopft. Währenddessen wird dann auf der danebenliegenden Seite gezopft und hier ein Stückchen weit nicht. Und hier habe ich irgendwo mal gezopft, wo ich nicht hätte zopfen sollen. Hier. Also, das ist minimal. Mich stört es nicht. Das bleibt so. Das ist ein Design-Feature bei mir. Ich denke, ich werde das Muster auch nur für den Schaft machen und den Fuß dann glatt rechts nach vorne durchstricken. Ich mag das auch nicht so gern, wenn da so zu viel Muster auf dem Fuß drauf ist. Und angeschlagen habe ich 64 Maschen. In der Anleitung steht drin, dass man es eben mit 72 Maschen stricken kann oder eben runtergehen auf 64 oder hoch auf 80. Genau, also es sind für drei Größen. Ich stricke das auf den Schaugut 2,25er. Und normalerweise nehme ich für mich ja meistens eben 56, maximal 60 Maschen. Und deswegen haben wir gedacht, nämlich ein bisschen dünnere Nadeln, dass das auch nicht zu groß wird. Der Zopf zieht es natürlich auch ein bisschen zusammen, aber ja, wenn ich die jetzt zueinander halte, diese Socke und die ohne Muster, passt das. Das passt auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht übermäßig groß. Aber mit 72 Maschen, wäre das natürlich schon wesentlich breiter gewesen. Aber das ist gut so. Genau, die House Martell, also von Game of Thrones inspiriertes Sockenmuster. Und ich habe ja da die House Targaryen Socken schon mal gestrickt. Die machen Spaß. Die sind schöne, einfache Anleitungen, kostenlos, wie gesagt, auf Ravelry und da zu finden. Wollte ich sonst was sagen dazu? Genau, ich weiß jetzt, Karin und Susanne eben stricken auch fleißig dran und Sarah weiß aber leider nicht genau im Moment, wie weit die beiden sind. Aber die anderen drei. Die drei zeigen es ja in ihren Videos bestimmt dann auch. Ja, dann habe ich an meinem Celtic Muss weiter gestrickt, aber nicht viel. Das ist einfach so langweilig glatt rechts. Ich war letztes Mal... Ach doch, so viel... Ach nee, so wenig ist ja gar nicht. Okay. Ja, aber trotzdem. Hier bei dieser Miezekatze war ich beim letzten Mal und zup, das Stück kam hinzu. Es ist schon relativ breit. Aber ich kann es eben, es ist zusammengeschoppt auf den 80er Seil, sind Schaugut 3,25er Nadeln. Ja, man sieht nicht viel. Es ist noch nicht so weit, dass ich mit dem Zopfmuster anfangen kann. Ich brauche 372 Maschen etwa. Ja, ich habe es mal versucht zu zählen, habe ich mir wieder verzählt. Auf jeden Fall bin ich noch nicht so weit. Es dauert noch. Muss noch ein bisschen weiter. Aber das ist der Knit Along, das Celtic Miss, den die Franzi von Wollzambi und Yvonne von Verstrickte Pfoten ins Leben gerufen haben. Der Zombie Pfotenkarl. Und unter diesem Hashtag kann man auf Instagram auch die anderen Bilder und Werke sehen. Ich habe noch gar keinen Star gepostet, muss ich gestehen. Ich dachte, das ist jetzt noch nicht so spektakulär, wenn es einfach nur glatt rechts ist, aber müsste ich auch mal machen. Der Karl geht, glaube ich, bis Ende Januar. Ich glaube, bis 30. Januar. Man hat auf jeden Fall noch Zeit, deswegen bin ich auch so entspannt und noch nicht so weit dabei. Genau, das ist der Niederlong Celtic Mist. Das ist eine kostenlose Anleitung auf Ravelry von Asita Krebs. Gibt es auch in verschiedenen Varianten, auch mit für dickeres Garn. Und eben das ist die Fingering-Variante. Und da kann man einfach auswählen, wie man es gerne stricken möchte, ob mit dünnerer oder dickerer Wolle. Und das war das Strickige. Ja, und gestern Abend hat mich dann noch der Rappel gepackt, dachte ich mir, ich muss noch mal was Neues anfangen. Ich habe euch ja letzte Woche den Bobbel von 100 Farbspiele gezeigt. Vintage heißt der. Das ist 900 Meter dreifach. Genau, Baumwolle-Polyacryl-Mischung.
Und da habe ich ja gesagt, ich möchte gerne das Tuch von der Marina von Fräulein Butterblume häkeln. Ich habe noch nie ein Tuch gehäkelt und habe da gestern Abend mal angefangen. Der Bobbel, der schaut so aus. Das ist eben so ein schönes Flieder und wird dann immer heller und innen beige. Also ist nicht weiß, so rein weiß, wie das scheint. Nee, oder? Hm, ja. Ich stricke das, häkel das mit einer 3,0er Häkelnadel und jetzt haut euch echt von den Socken, wie weit ich bin. Yeah! Das ist meine zweite Reihe. Ich habe hier Marke reingesetzt, weil ich da immer gezählt habe. Also immer nach 50 Maschen habe ich mir da eine Marke reingesetzt. Ja, blum, blum, blum. Musste da ziemlich viel Maschen anschlagen. Hier bei dem Grünen, da ist. Und da habe ich nur vorhin angefangen mit der dritten Runde. Da muss man so Luftmaschenketten häkeln. Es war ein kleiner Schreibfehler drin in der Anleitung von der Marina. Das habe ich ihr gestern Abend schon geschrieben oder nachgefragt. Ich finde die Abkürzung nicht. Ist das ein Tippfehler? Ist da der falsche Buchstabe? Ja, da ist ein kleiner Tippfehler drin. Also nicht wundern, wer die Anleitung von euch gekauft hat. Sonst einfach nochmal nachfragen bei Marina, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das gehäkelt wird. Ich häkel das mit der Dreiernadel und ich häkel bewusst locker. Ich versuche es, weil ich will, dass das schön locker fällt, also dass es kein so ein steifes Brett wird. Bis jetzt gefällt mir das, wie das jetzt fällt. Und es bekommt eine Dreiecksform. Und na, ja, ja, ich häkel ein Tuch. Und die Karin von Karins Strickereien häkelt mit. Wir haben uns nämlich schon ausgetauscht. Hier ist meine Häkelnadel, mit der häkel ich es, mit der Adi 3,0. Und wir motivieren uns gegenseitig, weil wir beide außer Mützen häkeln und ich ein paar Amigurumis und die ja, Sophie's Universe. Ja, bin da jetzt nicht so fit, aber es wird. Schauen wir mal, wie lange ich daran hocke. Aber diese Luftmaschenkette anzuschlagen und diese erste Runde da rein zu häkeln, hat mich schon Nerven gekostet. Ich bin da wirklich. Ja, und vor allem, ich dachte immer, Häkeltücher gehen immer in der Mitte los oder mit einer kleinen Ecke und werden dann immer größer, aber das ist andersrum. Das wird kleiner, hoffe ich mal. Also wie ich das verstanden habe, wird das kleiner dann mit der Zeit. Jetzt muss ich mal einen Schluck Tee trinken. Ich habe eine neue Teetasse, eine Weihnachtstasse. Ich war gestern in Biberach auf dem Weihnachtsmarkt und es ist meine Weihnachtsmarkt 2017 Tasse. Diesmal mit einem, hat die jetzt ein Bäumchen drauf. Also ich habe schon 2016 und 15. Da gibt es einmal eine Schneeflocke und einen Stern. Und jetzt eine mit Baum. Die sammle ich. Ich finde das Design schön, weil das einfach so schön schlicht ist und hier die Skyline von Biberach drauf ist. Und einfach nett. Heute gibt es ayurvedischen Bio-Tee. Ingwer, Zitrone, Pfeffer, der war in meinem DM Adventskalender am 9. drin. Den trinke ich jetzt. Ja, genau, hier ist er. Nummer 9. Den habe ich von der lieben Kerstin geschenkt bekommen. Und da ich von meinem Mann auch einen Adventskalender habe, kann ich in der Früh auswählen, welchen ich möchte. Es gibt Teesorten, die mag ich in der Früh nicht zum Frühstück trinken. Also gerade solche Chai-Tees oder so sind für mich Nachmittagstees. Die brauche ich am Nachmittag. Und solche Gewürztees auch lieber erst am Vormittag und zum Frühstück eher lieber was richtig Kräuteriges oder grüner Tee. Ja, das ist halt einfach so ein Vorlieben. Und deswegen habe ich den Vorteil, dass ich zwei habe, kann ich immer auswählen, welchen gibt es zum Frühstück, welchen gibt es später. Ja, komisch, gell? Wie man tickt. Gut, dann habe ich das alles, was ich gestrickt und gehäkelt habe, euch gezeigt, aber ich war noch fleißig an der Nähmaschine. Ich habe letzten Freitag die Nähmaschine glühen lassen und habe einiges gewerkelt. Das wollte ich euch zeigen. Ja, eins fehlt. Ich habe 4 Needle Cozies genäht. Das vierte habe ich schon irgendwo in die Tasche reingesteckt. Es sind 4 Needle Cozies fertig geworden für 15er Länge. Und dann Projekttaschen. Na, und da hängen überall noch die Fäden dran. Vom Abschneiden, vom Vernähen. Nicht vernähen. Und zwar einmal so eine, außen hier lila und unten mit diesem schwarz gemusterten Stoff. Und zu dem muss ich euch eine Geschichte erzählen. Den habe ich, glaube letzten Sommer oder vorletzten Sommer in Biberach in dem kleinen Stoffledle da gekauft. Das war so ein Restposten. Und dachte mir, boah, schön gemusterter schwarz-weißer Stoff, kann man super kombinieren. Und dann wollte ich den im Sommer irgendwann mal für eine Projekttasche verwenden. Und dann schaue ich mir den erst genauer an. Und nur beim genauen Hingucken kam mir erst,
dass da Schneeflocken drauf sind. Und hier wie so eine Art Christbaumschmuck. Und dass es eigentlich ein weihnachtlicher Stoff ist. Aber ich finde das so klasse, weil der so dezent ist. Der schreit nicht, Hallo, hier Weihnachten, sondern das ist ein weihnachtlicher Stoff an der Projekttasche, den man das ganze Jahr übersehen kann. Darum habe ich es mit dem lila gepunkteten kombiniert, weil ich mir dachte, das sieht dann wirklich ein bisschen neutraler aus. Dann ist das, schreit es nicht so, Hallo Weihnachten, und irgendwie ist doch weihnachtlich. Und im unteren Bereich, wenn es dann aufgeklappt ist, die Tasche, und gefüllt, dann fällt es auch nicht so doll auf. Innen drin habe ich bei allen Projekttaschen so einen, den hellen, naturbelassenen Stoff reingemacht. Also die ist fertig geworden. Dann habe ich noch einmal eine gemacht mit Sternmuster und hier einem Herzchenband. Die ist schon versprochen. Die bekommt schon jemand. Dann habe ich noch eine mit Blumenmuster gemacht und habe hier dann noch so eine Blume drauf appliziert. Die habe ich von der lieben Stina mal bekommen. Die hat mir mal mehrere, so ein Set mit mehreren Aufnähern geschenkt, und da dachte ich, die passt super zu diesem Blümchenstoff. Das sind nämlich auch so kleine Blumen. Von weiter weg schaut es nach wie Punkte aus, und wenn man genau hinguckt, ist es dann doch auch hier der beige Stoff. Ich habe immer überall einen anderen Reißverschluss reingemacht, also hier einmal lila, einmal grau, weil ich die noch alle übrig hatte von so einem Set, wo ich meine Reißverschlüsse gekauft habe. Dann habe ich die hier noch. Ah, da ist das für den Needle Cozy, weil die habe ich nämlich schon versprochen. Die bekommt die Daniela. Hier ist das Needle Cozy dazu. Und die hier schaut einmal so aus und einmal so. Da habe ich, das schaut so aus, als hätte ich das mit Absicht gemacht. Nee, ich habe das falsch rum zusammengenäht. Also verkehrt rum dran gelegt und erst danach gemerkt und dachte mir, egal, gibt es halt eine solche. Muss ja nicht immer alle gleich ausschauen. Und dann habe ich noch eine genäht. Das war ein Auftrag. Eine liebe Zuschauerin, die, jetzt stehe ich gerade auf der Leitung, muss ich, wie war jetzt nochmal der Name? Das ist peinlich. Martina. Martina hat mich gefragt, ob ich ihr eine Tasche nähe. Sie hat auch mir einen Stoff dazu geschickt, den ich vernähen sollte. Und das ist der da, oder die Tasche ist daraus entstanden. Sie hat mir diesen süßen Hühnerstoff geschickt und das Band auch mit Hühnern und unten kariert. Und fürs Futter einen rosaroten. Also der ist auch wirklich so ein ganz glitschiger, weicher Stoff. Das ist kein normaler Baumwollstoff. Und dann habe ich den für die Martina, die Tasche hier genäht. Das geht dann nachher alles noch zur Post. Das ist noch übrig in dem Stoff von der Tasche. Martina hat mir auch noch eine liebe Karte dazu gepackt und, na, das ist Rückporto. Und einen kleinen Weihnachtsstern war drin. Und als, wie sagt man, als Tausch für die Arbeit, dass ich genäht habe, Pinkhofwolle. Und zwar ist das genau die gleiche, die ich für meinen Jörg verstrickt habe. Also diese große runde Decke, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, der Yodraff Master von der Caitlin French. Und ich habe die Wolle sehr, sehr gern verstrickt. Das ist wirklich sehr naturbelassene Wolle aus biologischem Anbau, eben aus süddeutsche Merino, also deutsche Wolle hier produziert, und also aus regionaler Produktion eben vom Finkhof, der bei mir hier in der Nähe in Bad Wurzach ansässig ist, oder Bad Wurzach-Arnach. Und die Wolle riecht einfach nach Wolle. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht genau. Ich habe so Mützen-Handschuh-mäßig was gedacht, aber die kann man immer brauchen. Vor allem, weil das einfach schöne Naturfarben sind, kann man die auch schön kombinieren unter Vereilmuster oder sowas auch mal einstricken und das dann so als Basisfarbe nehmen. Genau. So, das war mein Nähprojekte. Nee, meine Nähprojekte. Also 5 Projekttaschen habe ich genäht. Also es war wirklich Akkord. Ich habe auch mir ein System ausgedacht, wie ich die alle da rein gemacht habe. Ich habe wirklich also diese Reißverschlüsse oben, mache ich ja immer diese seit neuestem, nachdem das die Jade mir gezeigt hat, nach dem Video von der DIY-Eule, Alex heißt der Kanal. Ich habe es auch mal in einem Video verlinkt, diesen der Abschluss hier oben, der ist wesentlich sauberer. Und da habe ich alle zuerst mal alle Reißverschlüsse danach so genäht. Dann habe ich alle Taschen, die Teile hier zusammengenäht. Dann habe ich bei allen erstmal dieses Band drauf genäht.
dann erst alle die Reißverschlüsse eingenäht. Also ich habe das wirklich so im Akkord immer alle fünf das gleiche durchgezogen. Das war wesentlich produktiver, weil sonst habe ich die immer einzeln von hinten bis vorne gemacht und dann wieder zugeschnitten und die nächste. Also war dann schon effektiver, so zu arbeiten. Und bei Needle Cozies genauso. Da bei Needle Cozies, da habe ich nur ein Problem mit meiner Nähmaschine, weil das hier relativ dick ist. Da spinnt die manchmal. Da macht die mir manchmal hier so Kuddelmuddel. Ich habe es bei ein paar wieder aufgetrennt, nochmal neu versucht zu machen. Bei ein paar schaut es besser aus. Aber wenn ich da mehrmals hin und her nähen muss, dann macht die mir manchmal einfach so ein Kuddelmuddel rein, sage ich mal auf gut Deutsch. Ja, genau. Das war meine Nähwerke. Dann hat mich noch die Dagmar angeschrieben und mich gefragt, ob ich die Adi Crazy Trio haben möchte, diese Stricknadeln, die die Sylvie Rasch zusammen mit Adi entwickelt hat. So schaut die Packung aus. Und die sind ja gerade in aller Munde und jeder hat sie und nur ich hatte sie nicht. Und sie hat mich gefragt, ob ich die mal, ob ich die haben möchte. Sie kommt damit nicht klar und ich bin neugierig, muss ja alles ausprobieren. Und da habe ich geschrieben, ja, gerne, nehme ich, mag ich gern testen. Das sind eben drei so kleine Nadeln mit einem kurzen Seil hier dazwischen und wie man hier auf dem Bild sieht, so wird da die Socke drauf gestrickt. Also ähnlich wie bei Magic Loop wird das gestrickt, nur dass man eben kein Magic Loop hat. Genau. Ich werde das mal testen und berichten. Aber mal schauen, ich werde jetzt die Socken, die ich angefangen habe, denke ich nicht umpacken auf diese Nadeln. Das ist dann, habe ich dann Angst, dass man das zu doll im Maschenbild vielleicht sieht. Da werde ich dann ein extra paar Socken anschlagen damit. Das wären dann vielleicht meine Januarsocken. Und dann habe ich mit der Dagmar ausgemacht, dass sie eine von den Taschen bekommt. Und ich glaube, Dagmar, was du mir geschrieben hast, ich glaube, du wolltest die hier mit den Sternen, gell? Wenn ich es richtig weiß. Ich schaue nachher nochmal nach in der E-Mail. Also die ist sozusagen auch schon weg, verplant, außer Haus. Ja, und die Dagmar hat mir eben zusammen mit dem mit den Nadeln auch noch eine schöne Karte mit einem wunderschönen Foto von Schafen im Morgennebel, Morgentau geschickt und ganz liebe Zeilen dazu geschrieben. Dann leckeren Tee, vor allem der Throat Comfort, also der Halswärmer ist jetzt ganz wichtig, der ist gerade echt angesagt bei dem Wetter. Und noch eine leckere vegane Schoki dazu gepackt vom Mandel-Orange. Ja, lecker. Habe ich noch schön zugelassen, damit ich es euch zeigen kann. Genau, das war von der Dagmar, unser Tausch. Und dann hatte ich ja noch mal Post bekommen vor 3 Wochen. Ja, vor 3 Wochen war das, da hat die liebe Nicole mir ein Päckchen geschickt. Ich zeige euch nur mal das Päckchen und mir dazu eine Nachricht geschrieben, das hier bitte erst öffnen am Nikolaustag, am 6. Dezember. Das war ja letzte Woche, da durfte ich es öffnen. Und ich möchte es natürlich euch nicht vorenthalten, was da drin war. Und zwar eine schöne Weihnachtskarte und lecker Teechen, Vanillekipferl und süßer Bratapfeltee. Na, wohin damit? Da. Und es waren so ganz schöne selber gebastelte Maschenmarkierer und Fortschrittsmarkierer drin. Also der ist ja wirklich schön mit der Blume und der hat ein Herz. Und der ist so süß. Schaut mal, das ist eine Katze und die schaut aus wie mein Caruso. Und das ist ein Teddy. Nee, das ist ein Panda-Bär. Oh, pardon. Ein Panda-Bär. Aber der ist süß. Der ist süß, 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 süß. Genau. Das war halt drin von der Nicole. Und dann eine Duftkerze. Stehe auf so Zeug. Und dann hat sie mir noch ganz, ganz viele Minis reingepackt. Schaut mal, das sind lauter so kleine Opal-Adventskalender-Mini-Knäulchen, die ich ja jetzt bei den anderen auch immer bewundere, die den haben. Und da sind nämlich ganz viele drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minis von Opal, die alle in meine Hexi-Puffs nur wandern und in meine Cozy Memory Blanket, denke ich. Oder ich mache damit ein extra Projekt, weil das so viele sind. Du hast mir ja schon mal welche geschickt, gell? Nicole, ich hätte ja eigentlich ganz viele. Ich könnte auch damit ein reines Projekt nur mit denen mal machen. Ups. Muss ich mal nur überlegen. Werden mal noch gehütet. Und noch mal Minis hat sie mir reingepackt, die Liebe. Schaut mal, noch 4 Mini-Stringelchen. Die werde ich auf jeden Fall gleich mal wickeln und
zu Hexi Puffs und in meine Decken einstricken. Genau. Ja, das war mein Nikolausgeschenk von der lieben Nicole. Das hat mich so gefreut. Dankeschön. Ja, das ist immer so, wenn man so Geschenke bekommt und das schon bevor Weihnachten ist, dann ja, schön, da bin ich immer echt so gerührt. Es ist was anderes, ja, wenn man tauscht, aber wenn einfach so ein Geschenk kommt, das ist dann nochmal was Besonderes. Apropos Geschenke, ich zeige euch auch noch was im Adventskalender von der lieben Maria von Nadelstärke 3,5 drin war. Also, ich weiß nicht mehr, ob ich die Reihenfolge zusammenbekomme. Mal schauen. Ich glaube, ich weiß nicht. Also, hier, Tee. Und zwar, den musste ich mir jetzt von mir selber die ganze Zeit hier in Sicherheit bringen. Minztee und Tulsi Chai. Und sie hat das mit diesen Klammern befestigt. Moment, ich zeige euch mal. Und das sind diese Klammern. Ich finde die irre. Wenn man die so runterklappt, dann hält die das so schön fest. Und dann kann man die hochklappen hier und so. Also ich finde so kleine Nippes einfach praktisch. Die finde ich cool. Ich habe die auch schon gesehen. Die kann man auch beim Nähen auch gut verwenden, wenn man da was zusammenklammert. Die haben noch mehr Zug, noch mehr Klammerdruck drauf wie jetzt. Oder? Ja, wobei die haben auch viel Zug drauf. Aber die kann man auch beim Nähen verwenden. Einmal Tee war drin. Eine Seife, ein Herzchen, Schafmilchseife. Das duftet so fein. Dann war drin ein Duschgel mal am anderen Tag. Und zwar Limone Verbene von Lavera, vegan natürlich. Ich habe nur da dran geschnuppert. Oh, herrlich. Duftet super fein. Ich mag die Lavera-Sachen eh gerne. Und auch die Alverde, egal. Dann war nochmal heute drin diese beiden Tees, wieder mit so einer coolen Klammer. goldene Kurkuma und Glühweingewürzrot. Und dann war drin Sesamini von Alnatura mit Kokos. Eine schöne Kerze. Da habe ich auch schon eine Verwendung, da weiß ich auch schon, wo die hinkommt. Ich habe nämlich vor, so ein Glas zu machen, weil ich mir auf dem Markt so rostige Engelflügel gekauft habe. Und die möchte ich an das Glas dran machen und dann kommt die Kerze da rein. Habe ich schon eine Deko-Idee. Passt perfekt. Und dann, jetzt kommt der Knüller. Da-da-da! Die Maria hat mir eine tolle Tasche genäht mit Giraffen drauf. Eine Biene. Das hat hier von der anderen Seite aus. Sind die nicht süß? Ich habe die ja bei den anderen schon mal gesehen. Hier hat sie ihr Label dran. Nadelstärke 3,5. Und hier noch einen richtig tollen Karabiner. Das kann man das entweder wo festmachen oder ein anderes kleines Täschchen hier daran befestigen, dass es nicht verloren geht. Und innen drin, schön gefüttert. Das passt natürlich zum Giraffenstoff hier, dieses braun-orange. Und sie hat das auch mit Flieseline auch gefüttert, die Taschen. Das mache ich ja bisher nicht, weil ich bisher mit Flieseline auf Kriegsfuß stehe ein bisschen. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich nicht so Flieseline-Fan bin. Aber umso schöner habe ich jetzt eine Tasche, die so schön gefüttert ist und mit diesen niedlichen Giraffen und der niedlichen Biene. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Maria. Es ist jeden Tag eine große Freude, deine Geschenke immer auszupacken, was da drin ist. Und ja, ich hoffe ja, dass du mit meinem Adventskalender auch Freude hast, dass da auch was zurückkommt. Ja, eben. Das muss ich mir noch umschauen. Ja, genau, das war mein Adventskalender. Meine Post, meine Tauschaktionen. Ja, ich bin ja ein bisschen am Überlegen, ob ich mehr Projekttaschen noch nähen soll. Und ich habe ja einen Gewerbeschein. Ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich das als Gewerbe aktiviere und Projekttaschen verkaufe. Aber dann kommt mir wieder der Gedanke, dann muss ich ja irgendwann Shop-Updates einpflegen. Und bis jetzt nähe ich ja mehr so aus Spaß an der Freude oder eben auf Wunsch. Und es gibt auch manchmal so Tage oder Wochen, da komme ich überhaupt nicht zum Nähen. Und da denke ich mir, dann setze ich mir vielleicht auch wieder unter Druck. Also ich weiß noch nicht, wie das weitergeht mit diesem Projekttaschennähen. Ja oder nein. Also ja, kommt drauf an. Kommt auf Angebot und Nachfrage ein bisschen an. Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, es gibt einen neuen Podcast. Und zwar die liebe Biggie. Die Biggie, ihr Kanal heißt Käferchens Wolflog
und die findet sie hier bei YouTube. Sie hat schon 2 Folgen draußen und sie wohnt in München und kommt aber ursprünglich irgendwo aus meiner Gegend hier. Also sie haben schon mal geschrieben, ihre Eltern wohnen noch hier in der Nähe. Und mal schauen, vielleicht klappt es ja mal, dass wir uns treffen, Biggie. Schaut bei ihr mal rein, sie macht auch ganz schöne Sachen und ist eine ganz, ganz liebe. Ja, genau, ein neuer Podcast. Ach, und dann habe ich noch einen neuen Schnitt gekauft, ein neues Schnittmuster. Wo habe ich denn das? Das wollte ich euch noch zeigen. Wo habe ich das? Ich weiß es nicht. Ich finde es in meinem Chaos hier gerade nirgends. Da muss ich euch nur davon erzählen. Einen neuen Schnitt habe ich mir gekauft. Und zwar von Lille Stoff, der Mantel Jaja, also wie die Jaja Gabor, ZSA, ZSA geschrieben. Das ist ein ziemlich langer Mantel, der so ein bisschen auf Figur auch geschnitten ist. Und ich habe euch ja mal einen Stoff gezeigt, den ich in dem D-Stash von der Melanie Melino Liesel gekauft habe. Der Stoff heißt Strickpunkt, ist von Alpstoffe und ist so ein bisschen festerer Stoff, ein Jacquard-Stoff. Und das ist irgendwie so ein Strickmantel dann. Und den wollte ich mir nähen. Aber ich finde jetzt den Schnitt nicht. Ich habe den irgendwo verschustert. Irgendwo wird er schon rauskommen. Dachte, ich hätte mir den bereitgelegt. Nee, habe ich nicht. Egal. Wenn es soweit ist, werdet ihr es sehen, wenn das der Mantel fast geworden ist. Genau, das wollte ich noch erzählen. Und nochmal für eine Liste hier spiegeln. Dann habe ich nur noch ein zu erzählen, dass ich gebacken habe letzte Woche immer mal wieder. Unter anderem Bananenscones mit Schokotropfen. Das ist ein veganes Rezept, ein Rezept sogar ohne Zucker. Und es schmeckt ein bisschen gesund einfach dadurch. Also man hat jetzt nicht dieses Mega-Zucker-Flash-Erlebnis wie bei anderen süßen Gebäcksachen, aber durch die Bananen, also wenn man richtig reife Bananen erwischt, die ja wirklich schon braune Punkte haben und die schon richtig ja, einfach braun sind, dann werden die natürlich umso süßer. Also die Bananen süßen da drin. Und ich erzähle euch kurz, wie das geht, das Rezept. Also ihr müsst 130 Gramm Mehl nehmen. Ich habe jetzt Dinkelmehl verwendet. Im Rezept steht drin Vollkorn Weizenmehl, aber ich habe jetzt lieber Dinkel. 2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, eine richtig reife Banane. Eine Pflanzenmilch. Man kann, wenn man es nicht vegan möchte, natürlich auch eine normale Milch nehmen. So zwischen 60 und 125 Milliliter. Das kommt eben drauf an, wenn man das so verknetet, muss man einfach vielleicht ein bisschen Flüssigkeit dazu gießen. Und 2 bis 3 Esslöffel vegane Schokotropfen. Und wer eben nicht vegan ist, kann auch die Vollmilchtropfen nehmen. Aber diese veganen sind eben diese dunkle Schokolade, muss einfach hinten gucken. Und dann wird das alles zusammengemanscht. Also das ist für Kinder richtig toll, dieses Manschen. Man muss die Banane manschen zusammen mit dem Mehl und dann gießt man ein bisschen diese Pflanzenmilch oder normale Milch dazu und manscht das schön durcheinander, das Backpulver drunter mischen. Und wer es jetzt wirklich noch süß möchte, noch süßer, der kann natürlich auch noch Zucker hinzufügen. Das ist natürlich Geschmackssache. Dann einfach diese Masse also richtig schön durchkneten. Die klebt dann so richtig schön an die Finger und das mit Teelöffeln dann auf dem Backblech verteilen und im Backofen backen bei, na, wo habe ich es denn? 200 Grad, 10 bis 12 Minuten backen. Und fertig. Einfach dann fertig naschen. Man kann statt den Schokotropfen auch Rosinen oder zusätzlich noch Rosinen reinmischen, wer das möchte. Und das ist mein kleines veganes Rezept mal wieder für euch. Ich werde es unten in die Infobox noch reinschreiben. Lasst es euch schmecken. Gut, das war alles, was ich glaube, euch heute erzählen und zeigen wollte. Ich werde mal am Wochenende vielleicht noch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Letztes Wochenende war ich, wie gesagt, in Biberach. Und in Füssen war ich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Da waren wir auch richtig schön spazieren, schönen Winterspaziergang. Wer mir auf Instagram folgt, hat meine Schneebilder gesehen. Das war das Winter Wonderland hoch 10. Die Fahrt dorthin war nicht so schön. Die war eher anstrengend. Wenn die Autobahn hatte ab Kempten, war die Autobahn geschlossene Schneedecke. Ja, ist halt so, muss man durch. Ist im Winter einfach. Die Fahrt gestern nach Biberach war noch abenteuerlicher. Da ist gleich gar kein Schneepflug gefahren. Da konnte man dann gerade so erahnen, wo die Straße sein könnte. Ja, aber wir sind wieder heil heimgekommen. Hat gut geklappt. Ich bin ja ganz vorsichtig gefahren.
Ja, genau. Und am Wochenende denke ich vielleicht der Wangener Weihnachtsmarkt noch und vielleicht noch in Legau in der Umweltstation auf dem Weihnachtsmarkt. Dann habe ich genug. Also die Weihnachtsmarkt, die reichen dann. Ich bin jetzt nicht so wild auf jede Woche ein, aber dadurch, dass die Adventszeit doch ein bisschen verkürzt ist und der vierte Advent und Heiligabend auf einen denselben Tag fallen, gibt es einfach auch nicht so viele Wochenenden noch, wo man zusätzlich Weihnachtsmärkte besuchen kann. Genau. Ja, das war alles von dieser Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit nach wie vor. Wir werden uns nächste Woche auf jeden Fall wieder hören, sehen. Das ist ja dann schon die Woche vor Weihnachten. Genau. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.